Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich komme gerade von den Vorlesungen. Es ist Freitag und es ist jetzt auch für mich vorlesungstechnisch Feierabend. Ich bleibe dieses Wochenende hier in Hof in der Hochschule und Klasse sieht zwar jedes Wochenende bei jedem wieder ein bisschen anders aus, aber ich nehme euch mal ein bisschen mit, wie mein Wochenende hier im Hochschulinternat aussieht. Jetzt so direkt nach den Vorlesungen muss ich aber noch ein bisschen Notizen einarbeiten, solange die Gedanken noch frisch sind. Wenn ich da jetzt irgendwie 1, 2, 3 Stunden vergehen lasse, dann habe ich schon wieder komplett vergessen, was ich eigentlich dazu gedacht habe. Deswegen sehen meine Aufgabenblätter auch immer so aus mit 5000 Hinweise und Pfeile und Zeugs, damit ich da am Ende noch weiß, was ich da gemacht habe und wie vor allem. Nachbearbeitung ist fertig. Ich brauche jetzt echt ein bisschen wegen frischer Luft und deswegen gehe ich jetzt in die Stadt. Und setze mich zum Schneiden einfach ein bisschen mit einem Kaffee rein. Das ist nämlich wirklich wichtig, dass man so nicht in sein Zimmer versumpft, sondern einfach ein bisschen rauskommt. Und da schwöre ich absolut auf eine Mischung aus Ortswechsel und einfach alleine rausgehen, aber auch mit Personen zusammen rausgehen. Und sich irgendwo hinsetzen, wo man wirklich, wirklich alleine ist, aber woanders. Gleichzeitig aber auch Personen um sich herum zu haben, mit denen man nicht direkt interagieren muss. Also so eine gute Mischung aus allem. Ich bin ganz gemütlich runtergelaufen in die Stadt, einfach an der Saale entlang, habe mich in meinen Lieblingskaffee reingesetzt, habe mir einen super leckeren kalten Kaffee bestellt und einfach ein bisschen Kopfhörer reingemacht und ganz entspannt Video geschnitten. Leute, das hat richtig gut getan. Ich konnte so richtig abschalten und mein Gehirn einfach mal auf andere Gedanken bringen. Und zwischendrin ist dieses super süße, autonome, kleine Busle vorbeigefahren. Ich liebe die Dinger. Und die sehen aus wie so überdimensionale Staubsaugerroboter und die fahren immer so ein bisschen unbeholfen. Das ist so süß. Ich war mal wieder am Ende viel länger da als geplant. Also nicht, dass das jedes Mal passieren würde, aber... Und ich muss mich dann echt zwingen, so langsam wirklich mal zusammenzupacken und wieder zu gehen. Aber ja, ich fühle mich halt einfach immer so wohl und bin so gerne dort in dieser Umgebung. Ja, aber ich konnte mich dann aufmachen und habe zusammengepackt und bin dann tatsächlich irgendwann mal gegangen, nach, keine Ahnung, 3 Stunden oder so. Auf dem Rückweg springe ich noch schnell zum Drogeriemarkt rein, weil als wir das letzte Mal zusammen gelernt haben, hat eine Kommilitonin gefragt nach den schmalen Klebezetteln, die ich für meine Gesetze habe. Die sind halt einfach hier aus der Stadt und weil ich sie sowieso morgen wieder treffe, kann ich ja einfach gleich welche mitbringen. Und die sind nämlich einfach echt mega praktisch, weil die halt einfach halb so dick sind wie die normalen. Irgendwann hat man halt so viele Sachen in den Gesetzen kleben, Leute, da geht einem einfach wirklich der Platz aus und da muss man halt wirklich halbieren. Und so muss man halt nicht immer manuell zerschneiden. Ist einfach Zeitersparnis. Das hier sind diese Haftnotizen. Ich benutze die selber so gerne und ja, ich bin mir sicher, dass sie sich da freuen wird und ihr Nutzen davon haben wird. Ich nehme noch so Riegel mit, weil ich einfach voll gerne mag, gerade diese Erdnuss-Kakao-Riegel und dann noch ein Bodyspray, weil ich einfach gar kein Problem hier habe und das zu Hause, wenn ich es mitnehme, habe ich da keins mehr. Also kaufe ich mir einfach schnell ein neues. So, jetzt aber zurück ins Wohnheim. Echt schon mega spät geworden und ich muss noch hochlaufen, also und ich sollte auch noch ein bisschen was für morgen vorbereiten, ich sollte eigentlich auch noch kochen. Ja, der Tag ist mal wieder verflogen. Schau mal, von hier oben sieht es richtig schön aus mit den ganzen Lichtern. Das ist der Vorteil, weil die Schule ganz oben auf dem Berg liegt. Heute Abend koche ich gar nicht mehr so viel. Ich habe nämlich noch Nudeln mit Pesto übrig von gestern und ja, ist halt ein Klassiker. Ich meine, welcher Student kommt hier über die Runden ohne Pesto-Nudeln, mal ehrlich. Ja, es wäre echt schade, wenn die kaputt gehen würden. Deswegen esse ich die jetzt. Und morgen ist ja Samstag. Das heißt, wir gehen morgen erstmal einkaufen. Und vor allem, morgen kochen wir was richtig Schönes. Heute war der Tag definitiv produktiv genug. Und ich habe die Vorbereitung gemacht. Ich habe die Nachbereitung gemacht. Ich habe ein bisschen gelernt. Ich habe einfach allgemein ein bisschen was im Studio gemacht. Das heißt, ich habe Zeit, um den Abend zusammen mit Domi zu verbringen. Und wir haben uns dann einfach in dem Moment ein bisschen zusammen telefoniert und ja, gemeinsam ein bisschen gezockt dann am PC. Das ist was, wo ich wirklich versuche, irgendwo zeitlich unterzukriegen, dass ich einfach mit Domi noch ein bisschen Zeit verbringe. Entweder wirklich in Form von einem kleinen Telefonat am Tag oder am Abend oder halt, wenn es irgendwie geht, gerade an den Tagen oder Wochenenden, ja, Abenden, wo ich halt normalerweise zu Hause wäre, es dann aber wegen der Entfernung nicht bin, dass wir dann halt einfach irgendwie trotzdem ein bisschen was zusammen machen können, wenn es auch dann nur auf digitaler Ebene ist. Man vermisst sich ja doch, gell? So ist ja nicht. Es war auf jeden Fall richtig, richtig schön und ich gehe jetzt noch kurz duschen und dann gehe ich schlafen und dann gehen wir morgen einkaufen und ich zeige euch, was ich am Samstag Cooles mache. Guten Morgen, es ist Samstag und wir haben aktuell 9.20 Uhr. Also ich habe echt mega ausgeschlafen, aber das versuche ich auch immer. Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil
ich habe ja keine Rollläden. Also es wird hier ja nicht dunkel. Also sobald halt einfach die Sonne kommt, wird es hier drin halt einfach auch hell, weil man einfach nicht abdunkeln kann. Aber dadurch, dass ich das zu Hause ja auch nicht machen kann, bin ich schon gewohnt daran, relativ, und kann dann trotzdem relativ lang schlafen. Und das versuche ich auch immer am Wochenende, damit ich einfach so den Schlafmangel, der unter der Woche entsteht, ein bisschen ausgleichen kann. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich werde mir jetzt ein Frühstück machen und dann werde ich erstmal die To-Dos machen, und zwar Zimmer putzen. Übrigens ist es keine Tomatensauce, Leute. Ich habe einen Pickel, den habe ich aufgekratzt. Das sieht gerade nur voll aus wie Tomatensauce. Deswegen sage ich das. Normal mache ich ja mein Zimmer sauber unter der Woche, weil ich ja dann am Wochenende nach Hause fahre. Aber wenn ich dann schon sowieso hier bin, ja, dann habe ich ja sowieso die Zeit und dann kann ich das natürlich auch machen, solange ich hier bin, logisch. Oh, wow, Leute. Das sieht richtig schön aus. Guck mal. Oh, der Himmel ist richtig schön Aprikofarben. Wow. Ja, so kann man am Wochenende aufwachen. Mein Zimmer zu putzen hier bedeutet für mich, dass ich zum einen natürlich alle Oberflächen wische, damit der Staub weggeht und einfach irgendwelche Flecken oder so, die ich übersehen habe unter der Woche, halt einfach auch gleich mit weggehen. Dann natürlich Bad. Ich putze entsprechend das Toilette und natürlich auch das Waschbecken und so. Dann schaue ich mir immer noch meine geliebte Zimmerpflanze an. Leute, das ist mein Schätzchen hier. Schaue ich mal, ob diese braunen Blätter schon ganz knusprig geworden sind und ich die entfernen kann oder ob die noch, ja, halbwegs leben. Die Blätter, die sammle ich dann ein und schmeiße sie dann weg, damit die einfach möglichst grün aussieht. Und ganz am Ende gehe ich dann immer noch in die Küche und hole den öffentlichen Staubsauger und tue dann alles, was im Boden gefallen ist, irgendwelche Blätterstückchen, irgendwelche Staubsachen, Haare, die man so verloren hat, irgendwelche, keine Ahnung, Essenskrümel oder was auch immer so auf dem Boden rumliegt. Ja, und saug das einfach ein und saug einmal das Zimmer, dann sieht es wieder gut aus. Und danach direkt lüften, weil die Staubsauger, die stinken meistens ganz schön. Für heute, also für den Samstag, habe ich mir noch ein weiteres großes To-Do vorgenommen, neben dem klassischen Zimmerputzen. Und zwar muss ich mir ganz, 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 ganz dringend Anlagenrecht angucken. Da muss ich mich wirklich mal so richtig eindenken und wirklich mal so eine richtig komplette Klausur machen. Und Leute, das sind halt 5 Stunden Klausuren. Und wenn du da die ganze Klausur machst und dann zusätzlich noch alles korrigieren möchtest und dann auch noch gucken möchtest, was hätte ich besser machen können und so, das funktioniert nach den Vorlesungen nicht, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und das ist so ein typisches Ding, was ich einfach am Wochenende mache. Und deswegen, heute ist Anlagenrechtstag bei mir. Ich würde voll gerne noch in die Stadt runterlaufen, weil ich eigentlich voll gerne noch ein bisschen spazieren gehen möchte. Ich muss noch was besorgen bei der Drogerie. Aber ich habe mir vorgenommen, solange Anlagenrecht nicht fertig ist, solange ich mir diese Klausur, die ich mir vorgenommen habe, nicht fertig habe, gehe ich da heute nicht hin. Ich schnappe mir jetzt kurz irgendwie ein Energy oder so und wir gehen in die Bib rüber und ich gebe mir jetzt die volle Dosis Emissionsschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutzrecht, Baurecht. Muss sein, muss sein. Wir schaffen das. Wenn ich gerade eh drüben bin im Gebäude, kann ich auch gleich Wasser noch auffüllen. Ich bin tatsächlich fertig mit dem, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Und das bedeutet, dass ich mir einen Kaffee holen kann in der Stadt. Und außerdem wollte ich noch in die Drogerie und mir noch ein bisschen was besorgen, weil ich habe kein Deo mehr. Und dieses Bodyspray, was ich mir für hier gekauft habe, Leute, das ist so genial. Ich will mir das unbedingt auch holen für zu Hause. Und ja, morgen bin ich zwar eh in der Stadt unterwegs, weil ich mich mit einer Kommilitonin treffe. Aber morgen ist Sonntag. Das heißt,
Morgen kann ich sowieso nicht hin, weil der Laden hat nicht offen. Und außerdem, es ist Red Bull im Angebot im Supermarkt, das heißt, da kann ich noch vorbeifahren. Auch ein Grund. Aber da freue ich mich jetzt. Und dann für heute Abend habe ich mir noch einen zweiten Vlog vorgenommen. Aber da denke ich jetzt noch nicht dran, das verdränge ich noch. Ich muss aber noch schnell meinen Laptop laden, weil der wird sonst die Session im Café nicht durchhalten. Ich glaube, in der Zeit spüle ich einfach schnell, weil da habe ich heute Abend wieder keine Lust drauf. Und da hat sich mittlerweile doch ein bisschen was angesammelt. Also lohnt sich doch. Seit Wochen ist mittlerweile diese komische Schabe an meinem Fenster. Die steckt nämlich zwischen dem Fliegengitter und der Scheibe fest. Jetzt kann ich die aber nicht wegmachen, weil ich ja dann das Fliegengitter wegrupfen müsste, beziehungsweise die würde ja nach innen kommen. Das möchte ich nicht. Ist es awkward, wenn man sich beobachtet fühlt von so einer Schabe, weil die so quasi gefühlt den ständigen ganzen Tag so in mein Fenster reinstarrt? Ich hoffe ja voll, ich meine, die muss ja irgendwie reingekommen sein, dass die auch wieder mal einen Ausweg findet. Aber also, ich fange die nicht, weil nachher entwischt die mir und nachher ist die in meinem Zimmer. Also so lange, wie die Schabe da wohnt, müssen wir langsam jetzt schon irgendwie überlegen, den Namen zu vergeben. Könnt ihr mal in den Kommentaren Namen für die Schabe oder Kakerlake oder ich will gar nicht wissen, was es ist, vorschlagen. Außerdem, wenn etwas einen Namen hat, dann ist es irgendwie weniger gruselig, finde ich. Findet ihr nicht auch? Heute fahre ich auch runter in die Stadt, weil ich ja noch zum Kaufland möchte wegen Red Bull. Und da würde ich über eine Stunde einfach laufen. Außerdem regnet es. Das tue ich mir nicht an. Da fahren wir heute definitiv. Also heute ist das Glück nicht mit mir. Ich bin ins Café gegangen, es war kein einziger Platz mehr frei. Aber gut, ich meine, an einem verregneten Samstag, wen wundert's. Aber trotzdem, ich hatte mich so darauf gefreut, es war richtig, richtig schade. Ich bin dann einfach ein bisschen weitergezogen, habe mich dann in so eine Bäckerei reingesetzt, in so eine, was ist das, Bug Factory, ich weiß gar nicht. Aber halt echt ungemütlich, weil das ist einfach nicht mehr ansatzweise das Gleiche. Und ich hatte dann natürlich auch keinen Kaffee. Habe mir dann einfach notdürftig, obwohl ich eigentlich nichts essen wollte, so einen Tomatentaschending geholt. Es war ganz lecker, aber ne, ich wollte halt eigentlich einen Kaffee, Leute. Ich habe mir dann auf dem Rückweg noch kurz beim Drogeriemarkt eben dieses Bodyspray geholt. Das war da. Ich wollte eigentlich auch noch Eisriegel mitnehmen. Die waren leer. Alle waren da, nur exakt die eine Sorte, die ich gerne mag, die war leer. Also das zum Thema Glück heute ist echt nicht mit mir dieses Mal. Aber ich nehme jetzt den Kaffee einfach mit, gehe damit zurück, gehe jetzt noch schnell einkaufen. Schön ist, bei dem Regenwetter wird der im Auto auch nicht so schnell warm. Und dann trinke ich den halt ganz gemütlich in der Wohneinheit vom PC. So schnell lasse ich mir das nicht vermiesen. So, jetzt fahre ich aber erstmal noch schnell kurz zum Supermarkt. Red Bull, ich hoffe, es ist noch was da. Weil Samstags kriegen die, glaube ich, Lieferung. Ich bin mir aber nicht sicher und es ist halt doch schon wieder spät. Vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht noch ein bisschen was da, weil ich halt auch nicht jedes heute mag. Und Actimel ist gerade ein Cashback, weil so kann man sich halt echt ein bisschen Kosten sparen, weil das Zeug wird eh teuer genug. Und ja, dann spare ich, also im Monat kommt da schon ein bisschen was zusammen, wenn man da danach schaut. Und gerade als Student ist es schon cool. Jawohl, ich habe es gefunden. Fürs Deo muss ich sogar noch schnell beim DM anhalten, weil die von DM, die funktionieren. Also die funktionieren wirklich, weil ich möchte halt ein Deo ohne Geruch, weil ich halt lieber Geruch durch Parfüm oder Body Spray oder sowas erzeuge. Und die anderen funktionieren bei mir einfach nicht. Die halten einfach nicht und das von DM hält so viel länger. Deswegen hole ich da immer ganz explizit tatsächlich das. Auf dem Rückweg habe ich dann gleich noch schnell getankt, weil nächste Woche fahre ich nach Hause, dann ist es gleich erledigt. Und wenn wir gleich zurück sind, da machen wir dann gleich Mittagessen bzw. Abendessen. Ich meine, wir haben 18 Uhr, kann man nicht mehr vom Mittagessen reden. Ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden mit dem Tag. Also ich bin wirklich ein gutes Stück vorangekommen im Anlagenrecht und bin halt einfach vor allem auch so im Verständnis ein Stück vorwärts gekommen, was halt echt super wichtig ist, weil solange man es nicht versteht, kann man es natürlich auch nicht zu Papier bringen. Und den Abend habe ich mir ganz gemütlich Pancakes zusammengeschustert, so richtig schön mit bisschen Eiweiß, mit Joghurt. Samstag ist der Tag, weil es ja noch mitten im Wochenende ist, wo wirklich tote Hose hier ist. Da ist in aller Regel so wenig los, weil eigentlich alle meisten immer nach Hause fahren. Und es sind so wenig Menschen da und oftmals sind die Küchen auch wirklich leer, sodass man komplett alleine in aller Seelengemütsruhe kochen kann. Und das genieße ich, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das genieße. Ne? Und in der anderen Küche waren ein paar Leute da, deswegen bin ich dann einfach geflüchtet, sag ich mal, in die zweite Küche. Nein, Leute, aber ich meine, wenn ich die Wahl habe zwischen einer komplett leeren Küche, wo ich meine Ruhe habe, und eine andere Küche, wo ich dann wieder Leute mit rum habe, klar, nehme ich die leere Küche. Hallo, natürlich.
Den Sonntag lasse ich richtig entspannt starten mit einem klassischen Frühstück, was ich unter der Woche so ja gar nicht mache. Ich habe mir einfach ein so ein Aufbackbrötchen aufgebacken, habe während der Vorheizzeit vom Ofen kurz geduscht. Dazu gibt es noch ein Glas O-Saft und das werde ich dann ganz entspannt vor der Doku genießen. Eine Hälfte mit Käse, da habe ich jetzt so Cheddar draufgepackt und natürlich Essiggurken. Und auf der anderen Hälfte ist Schinken, da ist sehr, 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 sehr viel Schinken. Ich habe da jetzt 3 große Scheiben draufgepackt. Für das Eiweiß, Leute, passt. Und als Teller verwende ich die Schinkenpackung, die ist nämlich leer. Da muss ich bei der natürlich nicht spülen. Also ja, Levels Student Premium. Übrigens, das Frühstück, das liegt gerade mal bei 350 Kalorien und 22 Gramm Eiweiß. Also echt ein super Start in den Tag für mich hier am Wochenende. Den Sonntagvormittag, den habe ich dann nochmal genutzt zum Lernen und bin nochmal in die Bib gegangen. Dieses Mal habe ich auch endlich mein Lieblingsplätzchen bekommen. Hier ist diese riesengroße Pflanze. Oh mein Gott, ich liebe diese Pflanze, Leute. Und man sitzt einfach, wenn man sich hier so hinsetzt, so halb in der Pflanze drin. Das ist total genial und kann auch noch so ein bisschen hier raus auf die Bäume schauen. Also der Platz hier ist mein absoluter Lieblingsplatz. Genau, dann konnte ich einfach da so ein bisschen noch weitermachen, noch mein To-Do erledigen. Und dann konnte ich da auch wirklich ein produktives Wochenende wie so einen Haken dran setzen, weil ja, das hat sich im Studium echt verändert. Mittlerweile ist nicht mehr so, wann ist dieses Wochenende vorbei, sondern Alter, dieses Wochenende vorbei und wo ist die Zeit bitte hingegangen? Ja, es hat sich deutlich verändert. In gut 2 Stunden muss ich los, weil ich mich ja dann noch mit einer Freundin und Kommilitonin treffe. Und jetzt mache ich aber erstmal noch kurz Mittagessen. Ich mache ein bisschen was Leichteres. Ich habe mir überlegt, dass ich ein vegetarisches Reispapier-Sushi mal ausprobieren will. Also ich habe gesehen, wie das funktioniert und ich habe mir gedacht, könnte schon funktionieren. Ich habe gestern die Zutaten auch bekommen, tatsächlich, im Laden. Das heißt, wir probieren das einfach mal aus, weil wir gehen dann nachher erstmal noch lernen zusammen ins Café und vor allem abends dann noch essen beim Inder. Das heißt, ja, dann möchte ich jetzt nicht so ein mega großes Mittagessen machen, aber ich habe trotzdem Hunger. Das heißt, wir probieren das einfach und ich hoffe, dass es funktioniert. Im schlimmsten Fall habe ich immer noch irgendwie ein Brot oder so da. Also als erstes müssen wir natürlich Sushi-Reis abkochen. Der muss dann eine halbe Stunde abkühlen, damit er kalt ist, weil lauwarmes Sushi schmeckt einfach nicht. Und dann habe ich hier schon ein bisschen Gemüse währenddessen vorbereitet. Einmal Paprika und Avocado. Da kommt dann noch Frischkäse mit dazu. Wir brauchen natürlich dieses Reispapier hier. Und das wird jetzt erstmal hier eingeweicht. So ganz kurz, dass sich das ein bisschen vollsaugt und überall nass ist. Und dann packe ich das hier drauf. Und dann kommt da erstmal so Reis drauf natürlich. Mit nassen Händen geht es besser. So. Dann brauchen wir natürlich Paprika, bisschen Avocado und natürlich Frischkäse. Gott, jetzt probieren wir das hier mal. Ich weiß ja nicht, ob das klappt, aber... Oh, ich habe Zweifel, ich habe Zweifel. Oh Gott. Der Versuch war schon mal nix. Oh, das kriegt man aber besser hin. Ich finde, die sehen wunderschön aus. Also das hat sich echt ein bisschen verbessert jetzt noch. Ich habe relativ viele gemacht, weil ich mag das nicht, wenn es so riesige Dinge sind, die man kaum in den Mund reinbekommt. Deswegen habe ich die quasi alle halb so dick gemacht, wie die eigentlich sind. Also schau, wenn ich jetzt hier so meinen Finger daneben halte, die sind so, ja, 1,5 cm dick. So, da kommt jetzt hier so ein bisschen Sojasauce drauf. Überall ganz wenig nur. Und zu guter Letzt noch eine schöne scharfe Mayo. Und ein bisschen Sesam. Also komm, die sehen doch richtig gut aus, oder? Jetzt muss nur noch der Geschmack passen. Ich habe leider keine Stäbchen da. Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, die mit einer Gabel zu essen. Aber, naja. Ich finde diesen essbar. Später habe ich mich dann wie geplant mit einer Kommilitonin getroffen zum Zusammenlernen und wir sind dann abends auch noch essen gegangen. Eigentlich wollten wir zum Inder, haben uns aber spontan umentschieden für Mexikaner und ich hatte so ultra leckere Quesadillas mit Pulled Chicken Barbecue. Richtig gut. So, bin wieder da. So, ich bin wieder da. Ich muss sagen, es war ein richtig, richtig, richtig schöner Licht. Hallo. Richtig schöner Abend. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und das Essen war unglaublich lecker. Also, habe mich gefreut. Es war ein toller Abschluss fürs Wochenende. Jetzt kriege ich meine Jacke nicht auf, naja, egal. Damit schließe ich aber auch diesen XXXXXXL echt lang gewordenen
Studi-Vlog hier. Schaut gerne hier rein, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt. Mit Studieninhalt, ohne Studieninhalt, wie auch immer, je nachdem, was euch vorgeschlagen wird. Oder was ich für euch aussuche, je nachdem seht ihr dann. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!